Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Donna Brave, der Bürger von Paris. So, meine Lieben, wir können schon wieder wimmeln. Ist das zu fassen? Jedes Mal, wenn ich einen neuen Party anfange in letzter Zeit, können wir hier wimmeln. Jetzt ist es schon wieder soweit. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja trotzdem schon eine ganze Menge auch wieder im letzten Part geschafft. Also wir kommen richtig gut voran. Ich frage mich auch gerade, habe ich eigentlich von dem Spiel die Sammler Edition? Habe ich nämlich komplett vergessen, ob ich wirklich die Sammler Edition habe oder nicht. Aber ich glaube schon. Das heißt, wir können uns auch noch auf ein Bonuskapitel freuen. Yay. So, jetzt sollte ich mich mal wieder konzentrieren, weil ich klicke schon wieder willkürlich durch die Gegend hier. Also, was brauche ich denn überhaupt? Das da verändert sich. So was Fieses, ey. So, ich brauche ein Fernrohr. Das haben wir doch hier. Ich brauche eine Glocke, einen Spiegel, das ist eher eine Lupe, Zwiebeln, Wassermelone, die liegt da oben, eine Glocke haben wir hier, Baseball schon wieder, Wäscheklammer, Pilze, den Löffel, den Spiegel. Löffel und Spiegel. Da ist schon mal der Löffel. Ja, der Spiegel. Ach, der liegt da drunter. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. So, gelbes Juwel haben wir gefunden. Dann können wir jetzt zumindest versuchen, die Fessel zu lösen von unserem Onkel. Wie gesagt, Betonung liegt auf versuchen. Alles klar. Da, wo der gelbe ist, da müsste... der blaue hin. So. Der grüne müsste darüber. Moment. So, da wo der ist, muss ich den grünen reindrehen. Dann stimmen jetzt zwar die, aber die anderen hier stimmen noch nicht. Na, das ist doof. Moment, wenn wir das einmal so drehen und dann da wo der ist, da müsste jetzt der rote hin. Dann haben wir es doch. Yay! Oh, ernsthaft? Donna, you found me. But I'm afraid you won't be able to help. Joseph has the key. Don't worry. I'll find a way to free you. There's a box behind me. Maybe there's something useful inside. Ah. Der hat das Wichtigste immer dabei. Dankeschön. So. Alles klar. Hier könnte ich Chemikalien mischen. Ach so. Ach so, Moment. Ach, das muss hier wieder rein. Ich habe schon wieder ganz übersehen, dass mein Medaillon da schon wieder rumwackelt. No one can find out I killed Pascal, even if it means I have to kill someone else. Was auch immer wir da jetzt zusammenbasteln. Aber ich dachte, Pascal lebt noch. Hey! Joseph dachte, er habe Pascal umgebracht. Jetzt weiß er, dass er falsch lag. Hm.
so, weil er ihn da runtergestoßen hat. Wahrscheinlich hat er deswegen gedacht, der hätte das nicht überlebt. So. Ich habe schicke Handschuhe an. Also. Wir schmeißen erstmal alles da rein. Bisschen Wasser noch. Das kommt auch noch da rein. So. Jetzt. Vier Sachen. 1, 2, 3, 4. Das kommt jetzt da drüber. Okay. Und das können wir jetzt hier mit aufziehen. Was auch immer wir da jetzt gebastelt haben. Nitroglycerin. Ah ja, alles klar. Draufhauen? Yay! Ich muss dieser Sache ein Ende machen. Wo sind der Stein und das Papier? Jetzt kloppt euch doch drum. So, jetzt geht das wieder los, ne? Jetzt muss ich erstmal wieder... Meine Nase killert. So, muss ich erstmal wieder... Ah, okay. Da haben wir schon mal was richtig. Aua! Das ist definitiv richtig, aber irgendwie... Der Rest ist irgendwie schwierig. Das ist alles nicht richtig. Ah, okay. Hä, das da. Eine kleine Ecke. Nee. Haben wir keine kleine Ecke? Aua. Okay, das da noch. Jetzt aber diese kleine Ecke da. Das ist doch nur... Nur eine Ecke. Hm. Wenn ich die Ecke finde, dann wäre das schon mal hilfreich. Ah, das ist die Ecke. Alles klar. Jetzt haben wir's. So. Papierflieger. Das. Aua. Das nicht. Das auch nicht. Ich weiß, ich drück einfach nur. Wie gut, dass ich keinen Lebensbalken habe. Ich wäre jetzt schon tot. So, das da fehlt noch. Und, oh Gott. Das. Und... Das? Das nicht. Aua! Mano, lass mich doch mal in Ruhe. Das ist es nicht. Das aber. Huh. So, gehst du jetzt kaputt? So, wenn zwei... Show, please, help me. Breiten? Forgive me for what I did. Was zum Kuckuck? Sir, you're under arrest. Good job, Donna. Wo kommt der auf einmal her? Donna, thank you so much for saving me. We did it. That criminal is finally going to pay for everything. Eieieiei, das ist ja schon das Ende gewesen jetzt hier. Mensch, ja, der Bürger von Paris, Donna Brave, so schlecht war das Spiel aber nicht, muss ich schon sagen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Doch, war ganz cool. So, wollen wir mal gucken, haben wir noch ein Bonuskapitel?
Müssen wir eigentlich? Vielleicht unter Extras? Obwohl, manchmal ist es ja auch unter einfach nur Spielen. Genau, da ist das Bonuskapitel. Fangen wir doch gleich mal an. I can't thank you enough for saving us, Donna. If it weren't for you, we'd be dead and buried by now. Donna, take a look at this. Pascal has to be involved in these new crimes. I have to look into this. Stay safe and take care while I'm away. Did you hear about the Strangler? No one is safe. Wait, aren't you Donna Brave? Yup. I saw your picture in the paper. You're the one who got him the first time. Yup. We're in luck. You're going to get him again, aren't you? Of course. No Strangler is a match for me. Kein Bürger hat eine Chance gegen mich. Na gut. Bonuskapitel, Leute. Da werden wir uns doch mal richtig schön umschauen hier. Miss Brave, it's an honor to meet you. We've been expecting you. Ach, echt? I'm afraid we don't have much time. Please, follow me. Wenn's denn sein muss? Ich will mich erst noch umschauen. Ich habe das Gefühl, ich kann hier eh noch nicht viel machen. Aber gut, Hauptsache wir haben schon mal eine ganze Menge gefunden. Unfortunately, we're severely underfunded. We can't afford security personnel. We should find something to defend ourselves, just in case. Don't worry, he's locked in there. Wer bist du überhaupt? There's probably something useful near the locker. Alles klar. Ich würde sagen, da liegt schon was Nützliches. Sehr schön. Ach, das ist alles natürlich mal wieder irgendwie fest. Da fehlt was. Da fehlt was. Das können wir mitnehmen. Da fehlt was, da fehlt was. Überall fehlt's. Es fehlt hier an allem. Mist abgeschlossen. Selbst dem fehlt was. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Das ist ein Griff. Haben wir ja schon mal etwas gefunden. Sehr schön. So, jetzt haben wir ein Blatt. Das ist ein Reflexhammer. Das Blatt können wir hier hinpacken. Sehr gut. Da haben wir noch so ein Symbol. Mit bloßen Händen bekomme ich das nicht kaputt. Aber mit dem Hammer schon. Da haben wir auch das Blatt, ne? Also wir kommen eigentlich immer relativ schnell hier in dem Spiel voran. Aber ich kann euch auch sagen, woran das liegt, dass wir hier so schnell vorankommen. Nämlich meistens ist es so, dass wir gar nicht so viele Bilder vor- oder zurückgehen können. Sondern es ist eigentlich immer ganz klar definiert. Meistens hatten wir immer nur so 2 oder 3 Bilder, die wir vor- oder zurückgehen konnten. Kann man das drehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber das muss man doch. Aha! So wird ein Schuh da draus. Okay, Moment. Muss ich nur noch irgendwie rausfinden?
wo genau das hinkommt. Nee, so richtig wird da auch kein Schuh draus. Das kommt damit dran. Aber wo kommt das dran? Hier muss irgendwo noch was sein. Wartet mal. Das kommt damit dran. Das heißt... Ja, das dreht sich ja viel zu weit. Das passt da aber nicht so hin. Okay, dann machen wir erstmal auf der anderen Seite weiter. Okay. Nee. Hä? Ich verstehe das nicht. Wie soll das denn da reinpassen jemals? Also das passt auf jeden Fall so da rein. Das ist ja schon mal gut. Ach, und das kommt dahin. Ach, und das Teil habe ich jetzt anscheinend auch aus Versehen fest, weil es genau an der richtigen Stelle war. So, den Kreis haben wir fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Rest... Das war schon irgendwie ein bisschen kompliziert, aber nur ein bisschen. So, ein kaputter Elektroschocker. Wunderbar repariert. Ganzen Drähte gucken raus. Ah, okay, schon besser. Okay, wir haben immer noch den Reflexhammer. Wartet mal, wir hatten doch hier, glaube ich, noch was, ne? Okay. Nee, da brauche ich anscheinend wirklich... Ist das Metall? Ich soll ja hier die Tür öffnen. Ach, ich kann auch nach oben gehen. Folgen wir ihm doch mal. Rache, Rache, Rache. It can't be. Where is he? It's as if he's vanished into thin air. I should check if he's still somewhere in the building. He's extremely dangerous. Nein! Tür ist zugeschlagen. Hoffentlich hat er nicht wieder abgeschlossen. So, ich nehme das erstmal alles mit hier. Ach, da ist wieder was. Hier fällt mir nichts ein. Ja, wir könnten es wahrscheinlich wieder aufschneiden oder sowas. Aber leider... Da brauchen wir einen Schlüssel. Das nehmen wir mal mit. Eine Sprungfeder. Na okay, können wir nicht als Dings benutzen. Die Tür ist von außen verschlossen. War ja klar. Benötige einen Schlüssel. Okay. Ganze Symbole und Codes bereiten mir Kopfschmerzen.
Tja, was machen wir denn jetzt? Erstaunlich gesund. Wir können ja hier sonst nichts machen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwie anders denken. Am besten benutze ich einen Hebel. So. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Figurenschlüssel. Nee, das ist das nicht. Aber das hier ist schon mal etwas. Ein Bild. Wenn ich mir das näher ansehen könnte. Okay, was haben wir denn hier? Muss ich die bewegen? Kann ich die bewegen? Bewegt die sich automatisch weiter? Was denn nun? Anscheinend. Oder keine Ahnung. Ah, okay. Gut. Wir brauchen dann da dieses Dings-Symbol. Da haben wir Garn. So viele Schmetterlinge. Da können wir noch gucken. Da ist die Erdbeere. Ein Fernrohr, ein Seil brauchen wir noch. Huch, da war wohl das Seil. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Wird mir das eigentlich angezeigt? Ah, hier ist noch die Schnecke. Und hier muss das Fernrohr noch sein. Ah, da ist es. Gefundene Ziffern. Das ist eine 2. Eine 8. Noch eine 8. Und eine 5. Sehr schön, 3582, Geheimcode. So, meine Lieben, ich mache an der Stelle erst einmal wieder einen Cut. Wir sehen uns in einem neuen Part bald wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!